Wir kommen zur Wirtschaft. Das ist ähnlich wie Technik und Politik ein Dauerbrenner, leider, bei den Big Brother Awards. Rena Tangens von Digital Courage, sie hält die Laudatio. Herzlich willkommen. Der Big Brother Award in der Kategorie Wirtschaft geht an den IT-Konzern Computer Science Corporation, kurz CSC. CSC ist so etwas Ähnliches wie die outgesourcete EDV-Abteilung der amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA. In Deutschland ist er vertreten durch eine Niederlassung in Wiesbaden, die CSC Solutions Deutschland GmbH. Und sie erledigt Aufgaben für die Bundesregierung. Doch schauen wir erst einmal auf das Geschäftsgebaren unseres Preisträgers international. Seit Jahren bereits beauftragen die USA private Firmen mit Einsätzen in Kriegsgebieten. Den Namen der bekanntesten und besonders verrufenen Firma haben Sie wahrscheinlich schon einmal gehört, Blackwater. Weniger bekannt ist, dass auch die Geheimdienste der USA eine Menge Aufgaben outsourcen an private Firmen. Das sind die sogenannten Private Intelligence Contractors. Michael Hayden, früher CIA- und NSA-Direktor, hat diese Firmen einmal begeistert Digital Blackwater genannt. Einer der Auftraggeber des Digital Blackwater ist CSC, Computer Science Corporation, und zwar einer der großen. CSC hat unter anderem ab 2001 das interne Kommunikationssystem der NSA ganz neu aufgebaut und bei der Gelegenheit auch gleich Mitarbeiter von der NSA übernommen. Ab 2003 war CSC auch noch in einem anderen, keineswegs digitalen, sondern ganz handfesten Geschäftszweig tätig, in Entführungslügen. Mit ihrer im März 2003 gekauften Tochterfirma DynCorp organisierte CSC als Generalunternehmer im Auftrag der CIA die Flüge für den verdeckten Transport von gekidnappten Terrorverdächtigen in Foltergefängnisse in Rumänien, Litauen, Thailand, Afghanistan und so weiter, kreuz und quer durch die Welt und außerhalb von jeder rechtsstaatlichen Gerichtsbarkeit. Anfang 2004 wurde so auch Khaled Al-Masri entführt, ein deutscher Staatsbürger, Gemüsehändler aus Neu-Ulm. Er wurde monatelang in Mazedonien und Afghanistan festgehalten und gefoltert, obwohl bald klar wurde, dass er Opfer einer Verwechslung war und völlig unschuldig. In CSCs eigener Darstellung liest sich der Geschäftszweig übrigens folgendermaßen. Mit dem Kauf von DynCorp haben wir 2003 die Bandbreite unseres Serviceangebotes für die US-Behörden erweitert. CSC hat zwar im Dezember 2004 Teile der DynCorp wieder verkauft, das Geschäft mit den Entführungsflügen blieb jedoch bei CSC und zwar mindestens bis Ende 2006. Und das belegen Dokumente der britischen Menschenrechtsorganisation Reprieve, die da sehr viel drüber recherchiert haben. Auch die deutsche Bundesregierung nimmt das Serviceangebot von CSC immer wieder in Anspruch. Für die Beratung von Bundesministerien erhielt CSC allein in den vergangenen 4 Jahren 25,5 Millionen Euro. Seit der Wiedervereinigung insgesamt 180 Millionen Euro. 2009 beauftragt das Bundesverwaltungsamt die deutsche CSC per Rahmenvertrag mit EDV-Dienstleistungen für Projekte von insgesamt 10 deutschen Bundesministerien. Darunter das bundesweite Waffenregister, das Meeresüberwachungssystem MARSUR, das Einrichten von Firewalls für die Marine, der elektronische Personalausweis und die E-Mail, der Dienst zur sicheren Kommunikation mit Behörden. Anmerkung von wegen Sicherheit.
Die E-Mail enthält nach wie vor keine sichere End-zu-End-Verschlüsselung für die Bürgerinnen und Bürger und verwirklicht damit nicht etwas, was heutzutage Standard sein sollte für sichere Kommunikation. Und noch eine delikate Aufgabe. Die Bundesregierung hat CSC beauftragt, den Quellcode des Staatstrojaners, der von einer anderen Firma, nämlich Gamma, programmiert wurde, auf Einhaltung der Leistungsbeschreibung und der rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Was heißt das? CSC hatte damit tatsächlich Zugriff, einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise eines staatlichen Werkzeugs für die Online-Durchsuchung von Computern. Diesen Einblick hat nicht mal die Bundesregierung selbst bekommen, denn es handelt sich natürlich nicht um Open Source. Nun, wir wissen nicht alles darüber, welche Aufgaben die Bandbreite des CSC-Service-Angebotes so alles umfasste für die deutsche Regierung. Hier wird es wolkig, denn die Bundesregierung verschanzt sich immer hinter dem Betriebsgeheimnis von CSC und CSC vernebelt die Verantwortlichkeiten im Dickicht ihrer Firmenstruktur. Im dichten Nebel ist ein rauchender Colt schlecht zu sehen. Aber wer die Nase ein bisschen tiefer in die Angelegenheit hineinsteckt, bekommt schon mit, da riecht es ziemlich angebrannt. Schon klar, CSC in Wiesbaden ist verständlicherweise wenig begeistert davon, wenn sie mit den Dienstleistungen für die US-Geheimdienste und womöglich mit den Entführungsflügen in Verbindung gebracht werden. Aber die vorgebliche Trennung zwischen der deutschen Niederlassung und dem amerikanischen Konzern ist nicht glaubhaft. Und dafür gibt es einige Hinweise und die erzähle ich Ihnen jetzt. Zum Beispiel, die Mailadressen auch der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CSC lauten alle auf @csc.com. Das heißt, das ist die Domain der amerikanischen Mutterfirma. Das bedeutet, sämtliche Firmen-E-Mails, also auch die deutschen Firmen-E-Mails, laufen über den amerikanischen Server. Auch die Webseite der deutschen Firma liegt offenbar auf der amerikanischen Webpräsenz www.csc.com/de. Es gibt eine konzerninterne Wissensdatenbank, Blogs und ein internes soziales Netzwerk für den Gesamtkonzern CSC. Und der Geschäftsführer William L. Deckelmann lobt dieses ausdrücklich, weil sich damit, Zitat, auch Mitarbeiter an entferntesten Standorten als Teil der großen Organisation fühlen können. Das können wir uns gut vorstellen. Und so ein informeller Austausch unter Kollegen, die vielleicht auch zu anderen Unternehmensteilen gehören, fühlt sich auch gar nicht so wie Geheimnisverrat ans Ausland an. Also der Effekt ist vielleicht derselbe. Die sensiblen Daten werden also nicht durch geheime Aktionen gewonnen, sondern sie werden ganz normal im Rahmen des alltäglichen Geschäftes generiert. Kein deutscher Mitarbeiter wird bei seinen Tätigkeiten auch nur im Ansatz an eine Spionagetätigkeit denken. Die Zielsetzung moderner Geheimdienste ist es nicht unbedingt, Strukturen zu observieren, sondern Teil von Strukturen selbst zu werden. Und es gibt weitere Hinweise über die Verbindung zwischen CSC Deutschland und USA. CSC Deutschland nutzt nämlich sehr gerne die Referenzen aus den USA für das eigene Marketing. So berichtet die Fachzeitschrift Computerwoche von einer Pressekonferenz mit CSC-Vorstandschef Peter Strabel im Jahr 2002, dass sich die Wiesbadener CSC gute Chancen auf einen Auftrag der Bundeswehr ausrechne. Zitat: Nicht zuletzt dank der traditionell guten Geschäftsbeziehung der Konzernmutter Computer Science Corporation zum Pentagon in Washington DC sehen die Hessen hier offenbar für sich gute Chancen. Und schließlich rühmt sich CSC selbst in seinem eigenen deutschen Firmenprospekt, den sie 2014 auf der CeBIT verteilt haben, der guten Verbindung mit staatlichen Stellen in den USA, zum Beispiel zur Homeland Security. Und firmiert auf dem Prospekt ausschließlich als CSC, ohne kleinliche Zusätze wie Deutschland Solutions GmbH. Als Gründungsjahr wird in diesem Prospekt übrigens 1959 angegeben. Das ist das Gründungsjahr der CSC in USA.
1969 wurde die Plenzka AG gegründet. Das ist die Firma, so hieß diese Firma in Wiesbaden, bevor sie von der CSC aufgekauft wurde. Tja, immer so, wie es gerade passt. Einmal die kleine deutsche GmbH und dann wieder der große Konzern mit der großen Erfahrung und den tollen Kontakten zu Regierungsstellen in den USA. Noch ein interessanter Fund bei unseren Recherchen war der CSC-Prospekt zu Big Data und Business Intelligence. Schönes Wort. In dem wird die Auswertung von sogenannten unstrukturierten internen und externen Quellen angepriesen. Und was heißt das? Internetforen, E-Mails, Blogs, Twitter und Facebook. Zitat: Daten sind das nächste Schlachtfeld. Die CSC-Kontaktadresse für Europa, den Nahen Osten und Afrika, in diesem Prospekt ist übrigens ausgerechnet in dem kleinen Ort in Großbritannien, Aldershot. Aldershot wird auch Home of the British Army genannt. Der Ort besteht zum größten Teil aus Militär. Zur Aldershot-Garnison gehört auch eine militärische Abhöreinheit. Auf Englisch heißt das Signals Intelligence. Aber nein, diese Nachbarschaft ist bestimmt total zufällig. Doch die Bundesregierung dementiert, dass bei CSC irgendwas nicht in Ordnung wäre. Zitat: Die CSC Deutschland Solutions GmbH habe vorgetragen, dass sie in keiner vertraglichen Beziehung zu der US-Regierung, insbesondere nicht zu NSA, FBI und CIA stehe. Innerhalb des Gesamtkonzerns sei eine andere Tochterfirma, die CSC North American Public Sector, NPS, als eigenständiger Geschäftsbereich mit Sitz in USA dafür zuständig. Die CSC Deutschland Solutions GmbH würde organisatorisch und personell völlig getrennt von der CSC NPS operieren. Es bestünde wechselseitig keinerlei Einblick in die Verträge und Tätigkeiten, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Sie habe keine Anhaltspunkte dafür, dass die CSC Deutschland Solutions GmbH in irgendeiner Weise gegen Sicherheits- oder Vertraulichkeitsauflagen verstoßen hat, führt die Regierung weiter aus. Zitat von der Webseite des Bundestages. Die haben das doch unterschrieben, ne? Dann würden die doch nicht, oder? Nein, würden sie nicht. Wie würden Sie entscheiden? Hand aufs Herz. Würden Sie die Firma GmbH mit der Absicherung Ihres Hauses gegen Einbruch betrauen, wenn Sie wüssten, dass diese Firma auch für die Mafia arbeitet? Wahrscheinlich nicht. Wenn die Firma GmbH nun beteuern würde, dass die mit den Mafia-Kontakten ein anderer Geschäftszweig wäre, würde Sie das beruhigen? Wahrscheinlich nicht. Und wären Sie so blauäugig anzunehmen, dass die Firma GmbH Nein sagen würde, wenn ihre Mutterkonzern, die Firma Corporation, etwas über die Einbruchsicherung der deutschen Kunden wissen wollte? Wahrscheinlich nicht. Unsere Bundesregierung dagegen sagt, dem Bundesverwaltungsamt waren bei Abschluss der Verträge mit CSC Deutschland Solutions GmbH keine Vorwürfe gegen den US-amerikanischen Mutterkonzern bekannt. Das ist ein dickes Ding. Denn seit 10 Jahren ist öffentlich bekannt, dass CSC für die NSA arbeitet. Das hat die NSA selbst an die Presse weitergegeben, 2001, nämlich dass CSC den Zuschlag für den Aufbau des internen Kommunikationssystems erhalten hat. Das war ein Auftrag, ein 10-Jahres-Vertrag von der NSA mit 2 Milliarden Dollar Deal. Das war ein Projekt, was auch die Börsennachrichten bewegt hat. Da kann niemand sagen, das sei nicht bekannt gewesen. Die Bundesregierung erklärte in einer Antwort auf eine kleine Anfrage, CSC habe mit dem Vertrag eine Sicherheitserklärung unterschrieben, dass sie keine Informationen weitergeben. Na, dann ist ja alles gut. Wir fragen, wem die Firma im Zweifelsfall wohl mehr Loyalität entgegenbringen wird, dem deutschen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern, oder dem wichtigsten Kunden seiner Mutterfirma, also den US-Behörden. Und selbst wenn die Firma vor 10 Jahren noch niemandem in Berlin negativ aufgefallen sein sollte. Im September 2011 berichtete die Nachrichtenagentur AP erstmals über CIA-Folterflüge und die mithilfe der CSC durchgeführt wurden.
Wäre es da nicht für die Regierung an der Zeit gewesen, die Grundlage für den Rahmenvertrag mit CSC kritisch zu hinterfragen? Die britische Menschenrechtsorganisation Reprieve forderte CSC 2012 auf, eine Erklärung zu unterschreiben, unabhängig, was vorher gewesen sei, dass sie in Zukunft keine Geschäfte mehr mit Entführungsflügen und Folter machen werden. Zero Tolerance for Torture. CSC lehnte dies schriftlich ab und verwies auf ihr Corporate Social Responsibility Programm. Das gäbe es doch bereits und das sei bestens geeignet, Zitat, den Wert der Firma für die Aktionäre, Kunden, Communities und Angestellte in dieser Reihenfolge zu mehren. Und da sei kein Platz für solche Special Interest Geschichten wie die Abkehr von Folter. Der Rahmenvertrag des Bundesverwaltungsamtes mit CSC wurde von der Bundesregierung nicht offengelegt. Wir wissen also nicht, was drinsteht. Erst recht wissen wir nicht, welche informellen Vereinbarungen zwischen der deutschen Niederlassung und dem Konzern in den USA bestehen. All dies fällt unter das Betriebsgeheimnis. Wir fordern, die Bundesregierung muss den Rahmenvertrag mit CSC unverzüglich kündigen. Nein, wir wollen jetzt nichts über das komplizierte Vergaberecht hören und dass die EU schuld sei mit ihrem Verbot der Diskriminierung. Und wir sind sicher, wenn es der Bundesregierung ein Anliegen wäre, dann würde sie Mittel und Wege finden, aus den Verträgen auszusteigen. Es geht uns auch nicht nur um CSC, sondern es geht uns auch um die anderen Private Intelligence Contractors wie Booz Allen Hamilton und Konsorten. Wir fordern Aufnahme von ethischen Kriterien in die Vergaberichtlinien. Eine Firma, die so deutlich zeigt, dass ihr Shareholder Value wichtiger ist als grundlegende Menschenrechte, sollte keine Aufträge von unserem Staat bekommen. Zu tadeln sind die Bundesregierung und das Bundesverwaltungsamt, die diesen Rahmenvertrag an CSC vergeben haben, ohne vorher Auskünfte über die Verflechtungen der Firma einzuholen und deren Verbindung mit anderen Auftraggebern zu prüfen und die auch weiterhin mit CSC arbeiten wollen. Den Big Brother Award allerdings bekommt CSC, denn die Private Intelligence Contractors müssen ins Licht der Öffentlichkeit, raus aus der organisierten Verantwortungslosigkeit. Dazu wollen wir beitragen. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award CSC. Vielen Dank, Rena Tangens, jemand von CSC zufällig da. Ich weiß, es sind viele Besucher und auch am Internetstream, die schon mehrere Big Brother Awards verfolgt haben. Für die ist das klar, aber jemand, der zum ersten Mal dabei ist, der fragt sich vielleicht, wieso fragt er eigentlich jedes Mal, da kommt doch sowieso keiner. Doch, war schon mal jemand da. Rena Tangens ist seit vielen Jahren Teil der Big Brother Award Jury, genauso wie Padelun, beide von Digital Courage e.V., Dr. Rolf Gössner von der Internationalen Liga für Menschenrechte gehört genauso dazu wie Sönke Hilbrands von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V., Frank Rosengart vom Chaos Computer Club, Professor Dr. Peter Wedde von der Freie University. Sie haben in diesem Jahr wieder Akten gewälzt, recherchiert und entschieden, wer preiswürdig für den Big Brother Award ist in diesem Jahr. Recht herzlichen Dank für die Mühe. Danke.